herzlich willkommen, schönen Gruß aus Berlin und heute geht es gleich weiter in der Reihe WebParts in SharePoint 2010, 2013. Stellt euch da alle WebParts, die SharePoint so mit sich bringt, vor und heute fangen wir an mit dem Seitenviewer WebPart, das in SharePoint 2010 wie auch 2013 vorhanden ist. Gucken wir uns das mal an, also fügen wir das WebPart gleich mal hinzu, ich gehe hier oben auf Seite bearbeiten und positioniere den Cursor hier und sage einfügen im dritten, gehe hier auf WebPart und hole mir mal die Kategorie raus, Medien und Inhalt, Seitenviewer WebPart hinzufügen. Er fügt das Ganze hinzu und ich bin hier in dem, sehe hier das WebPart und ich muss jetzt, wie fast jedes WebPart, muss ich auch dieses WebPart hier konfigurieren, mache ich den Weg, der auf WebPart bearbeiten geht. Und ich sehe drei Optionen. Webseite, Ordner und Datei. Und ich kann jetzt diese drei Optionen dahingehend nutzen. Eine Webseite zum Beispiel, das blendet mir, also wenn ich das ausgewählt habe, blendet er mir eine Webseite ein, das macht er über ein iFrame alles. Wenn ich den Ordner angebe, dann blendet er mir einen UNC-Pfad, Netzwerkpfad im Prinzip Inhalt. Oder ich kann den Inhalt einer Datei eben einblenden. Fangen wir an mit der Website. Ich gebe hier einfach mal die URL ein. www.prenzlauerberg17.de. Das ist eine schöne Webcam von Berlin, die da auf dieser Seite wunderbar eingeblendet wird. Und genau, das geht auch relativ flott, die ganze Sache. Da seht ihr hier, okay, komme ich auch relativ flott daran. Ich sage okay und gehe damit aus diesem Bearbeiten-Modus vom WebPart raus. Okay. Und ich bin immer noch im Bearbeiten-Modus der Seite und den verlasse ich jetzt über Speichern und dann gucken wir mal. Jawohl, klar, hat er mir jetzt wunderbar eingeblendet, die ganze Sache. Alles klar, die Größe und Höhe, das muss natürlich dann jeder selber in der Fahrt festlegen, wie groß und hoch das sein soll, das führe ich jetzt hier nicht vor. Ich gehe wieder auf Seite Bearbeiten, ich werde die zweite Option dann eben auch mal noch vorstellen und die gucken wir uns einfach mal an. Ich gehe wieder auf das Bearbeiten, der Fahrt Arbeiten und wähle einfach mal Ordner. Jetzt brauche ich nur einen C-Pfad, Netzwerkpfad. Den habe ich hier vorbereitet und da haben wir hier zum Beispiel ganz einfach mal das freigegebene Verzeichnis Archiv und nur C-Pfad gebe ich jetzt einfach mal ein. Jawohl, und sage hier übernehmen. Gucke mal, was in der Pfad dann erscheint. Ja, wunderbar, da werden die Dateien gelistet, die da drin sind. Ich sage okay. Gehe aus dem Modus vom WebPart bearbeiten draußen und muss jetzt eben noch Seite bearbeiten, eben Bearbeiten-Modus der Seite verlassen und wir sehen, wunderbar, hat er auch gemacht. Und das Schöne an der ganzen Sache ist natürlich, man kann jetzt die auf die Dateien hier direkt zugreifen. Ja. Das ist wirklich nicht nur irgendwie wild, was da eingeblendet wird oder dergleichen. Man sieht, der ruft jetzt hier tatsächlich die Sachen auf. Wunderbar. Kommen wir zur nächsten Option, Seite bearbeiten. Gehen hier wieder in den Bearbeiten-Modus des Webparts. Und jetzt suchen wir mal eine Datei aus. Dazu muss ich mir einfach mal den Pfad von einer Datei in diesem freigegebenen Ordner einfach mal ausgreifen. Habe ich schon vorbereitet. Und den jetzt einfach mal hier ein. Ich sage in dem Fall jetzt gleich okay. Und man sieht, der legt mir tatsächlich, da es ja eine PDF-Datei ist, der legt mir hier tatsächlich wirklich in dieses Webpart diese Datei rein, stellt die da und ich gehe hier mal auf Speichern in diesem Fall und man sieht wunderbar, ich bin und kann den Inhalt der Datei sehen. Okay, das war das Seitenviewer-Webpart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis bald. Thank you.